zwei Drittel sind rum. Das hat neulich eine Bekannte zu mir gesagt. Eine, die eigentlich immer pragmatisch in sich ruhend wirkt, zufrieden mit dem eigenen Leben. Ich habe sie dann so angeschaut. Und sie dann wieder? Zwei Drittel sind vorbei in meinem Leben. Vielleicht mehr. Die Themen für meine Videos ergeben sich manchmal durch Dinge, die Menschen wie diese Bekannte zu mir sagen. So Gesprächsfetzen, die bei mir hängen bleiben. Also eher zufällig. Zwei Drittel mindestens von meinem Leben sind vorbei, hat sie gesagt. Ich war sehr überrascht, weil sie immer so wirkt, dass sie mit beiden Beinen im Leben steht, dass da keinerlei Zweifel gibt an ihrem Weg. Wie kommst du da drauf, habe ich sie dann gefragt. Naja, es ist doch so, hat es dann gemeint. Kinder sind so gut wie aus dem Haus, freilich hin und wieder brauchen sie mich noch, aber mit meinem Mo, ja, es läuft so. Wir haben ja das Geschäft und alles. Es geht alles so dahin, aber manchmal frage ich mich schon, was das jetzt? Ich meine, was ist aus meinen Träumen geworden? Was ist aus dem geworden, was ich mir vorgenommen hatte, als ich jung war? Was hast du denn für Träume gehabt? Habe ich sie da gefragt. Und dann hat sie mich angeschaut und hat eine Zeit lang überlegt und hat gesagt, siehst du das? Das ist ja das Frustrierende daran. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Was wünschst du dir denn jetzt? Und dann hat sie mir eben erzählt, was sie gern dort hat. Dass sie am liebsten war, sie würden viel, viel weniger arbeiten, weil sie gemerkt hat, sie brauchen ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Sie haben so viel Energie und so viel Kraft in ihr Geschäft gesteckt. Freiheit, hat es dann gesagt, in der Wegschicht umeinander fahren. So wie früher, als wir noch keine Kinder hatten. Wir hatten zwar kein Geld, aber wir haben so eine Menge Spaß gehabt mit unserem VW-Bus. Das mehr hätte ich wieder. Und als sie davor erzählt hat, wie sie sich eben dieses, wie sie es genannt hat, letzte Drittel ihres Lebens vorstellt. Da hat sie irgendwie ganz glänzende Augen gehabt. Ja. Und ich glaube, das geht halt viele, viele Frauen in unserem Alter so. Wir haben einigen Dreck gefressen, wir haben unsere Kinder aufgezogen, wir haben beruflich einiges erreicht, wir haben unser Privatleben, egal ob mit Partner oder ohne. Wir haben viel gelernt, wir haben Fehler gemacht, wir haben viel richtig gemacht. Aber irgendwann einmal kommt dann halt auch der Punkt, an dem diese Bekannte jetzt war, wo du sagst, und was ist mit dem Rest meines Lebens? Den möchte ich
frei, selbstbestimmt erleben, so wie ich mir ein schönes Leben halt vorstelle. Das ist ja auch bei jedem was anderes. Beim einen ist es Vanlife, beim anderen ist es einfach Gatteln. Es ist bei jedem was anderes. Und es ändert sich ja auch mit der Zeit, mit den Jahren. Oft habe ich auch schon erlebt im Bekanntenkreis, dass so Dinge wie Erfolg und Geld, die nur vor 10, 20 Jahren so einen ganz großen Raum im Leben eingenommen haben und so ein wichtiger Teil davon waren, sich was leisten zu können, Klamotten, teure Urlaube und so weiter, dass das immer unwichtiger wurde. Ja. Ich habe sie dann gefragt, ja und was hindert die dran oder was hindert euch dran? Dann hat sie gesagt, keine Ahnung, ich bin ja gerade erst draufgekommen, dass es so ist. Ich habe noch keinen Plan B, obwohl ich gern hätte, dass das mein Plan A ist, hat sie gemeint. Ich fand das sehr ehrlich, weil manchmal hat man einfach noch keinen Plan, aber ich glaube, der erste Schritt ist ja, dass man weiß, was man will und was man nicht mehr will. Ich habe dann gesagt, ja, was kannst du denn konkret ändern? Hat sie gesagt, weißt du was? Ich rede mal mit meinem Mo drüber. Er ist auch oft total fertig und total gestresst und hat auch schon mal gesagt, mei, für wen machen wir das alles? Die Kinder machen sowieso ganz was anderes. Also wir haben genug und eine Ausbildung und alles ist auch finanziert. Auf was warten wir? Ich rede mit ihm. Und ich fand das richtig gut, weil ihr das durch dieses Aussprechen, das ist das letzte Drittel meines Lebens, ist ihr das bewusst worden. Viele Menschen in meinem Alter, also ich glaube, dass meistens Frauen auf meinem Kanal sind gerade an diesem Punkt in ihrem Leben, wo sie sich denken, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich nicht jetzt meine Ziele und Träume umsetze, wie ich den letzten Teil leben möchte, wenn alles gut geht, so viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ja, ich behaupte ja nie, dass ich perfekt bin und da sieht man es dann ganz deutlich. Da habe ich dann für so ein Foto was angesteckt, was ich danach aus Versehen nicht mehr abgesteckt habe. Resultat, ich habe gelabert und gelabert und es ist nicht aufgezeichnet worden, was ich da gelabert habe. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. So wichtig wird es demnach nicht gewesen sein. Und jetzt kommt gleich der Moment, wo ich gemerkt habe, dass das, was ich die ganze Zeit gelabert habe, nicht aufgezeichnet wurde. Dieses Gesicht spricht Bände. Für mich war es insofern vielleicht leichter, die Konsequenz zu haben, ja, ziemlich brachiale Veränderungen vorzunehmen, weil es einfach gesundheitlich erforderlich war. Wie gesagt, das steht jeder
an einem anderen Punkt in seinem Leben. Was möchte ich erreichen? Wie schaut es mit meinen Ressourcen aus? Und damit meine ich nicht nur Finanzen, sondern bin ich auch bereit, Abstriche zu machen, eventuell eine Immobilie loszulassen, Lebensstandard loszulassen. Wie wichtig ist mir dies und jenes und wie unwichtig ist mir was anderes? Vielleicht braucht es also erst einmal eine Art Bestandsaufnahme, eine Art Inventur. Ja, wo man ganz nüchtern soll und haben auflistet. Was soll bleiben in meinem Leben? Was darf gehen? Was brauche ich unbedingt? Was ist mir wichtig? Und was nicht? Im Grunde habe ich es auch so gemacht. Ich habe es damals nicht als Inventur bezeichnet, aber es war es eigentlich. Weil es ist ganz leicht, wie beim Minimalismus auch, einfach alles aufzugeben und so einen Schnellschuss zu machen und zu sagen, okay, radikaler Cut, ich mache ab jetzt alles ganz anders. Allerdings, wenn du dann merkst, dass eben, wie jetzt im Fall von dieser Bekannten, Vanlife mal schön ist, aber auf Dauer nichts, minimalistisch leben, eigentlich nur bis zu einem bestimmten Punkt befriedigend für die ist, dass dir dein Haus und dein Garten wichtig ist, deine Wohnung, was auch immer, die finanzielle Sicherheit, dass du dir überlegen musst, ja, was mache ich jetzt, wenn die Waschmaschine kaputt ist? Ich glaube, da ist diese Art Inventur fürs Leben ja ganz gut. Vielleicht ist ja auch im persönlichen Bereich etwas, was du ändern magst, eine Partnerschaft intensivieren, eine Partnerschaft beenden, irgendein Abhängigkeitsverhältnis beenden, eine sozusagen schlechte Angewohnheit, ja, was auch immer, was dich daran hindert, das Leben zu führen, das du gern leben würdest. Es gibt ja dort diesen Spruch, dass Menschen im Urlaub versuchen, die Knoten, die sie 350 Tage im Jahr in ihr Leben gemacht haben, wieder zu entwirren und sich dann wundern, dass das nicht funktioniert, weil die Knoten so festzogen haben. Ich glaube, so ist es mit Veränderungen im Leben auch. Die Knoten gehen nicht gleich auf, sondern einer nach dem anderen und manchmal ist es echt verdrießlich. Wenn dir ums Verrecken nicht aufgeht und dann bist du schon am Überlegen, schneid ihn durch, oder? Ja. Sicherlich genauso wenig kann ich dir mit meinem YouTube-Video den einen ultimativen Rat geben, wie du dein Leben, wenn du das ändern willst, verändern kannst. Ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich kann immer nur von meiner eigenen Erfahrung berichten und es waren, wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, die kleinen Schritte bei mir. Die Schritte, die mir keine Angst gemacht haben und die dann ja Stück für Stück größer geworden sind. Wenn du noch nie gewandert bist, dann kannst du ja nicht gleich mit einer 20 Kilometer Wanderung anfangen. Nein, dann fängst du an mit einem kleinen Spaziergang, wo du feststellst, okay, so weit kann ich jetzt gehen und komme dann auch noch zurück, ohne dass mir alles weh tut. Und ich glaube, so ist mit der Veränderung im Leben auch. Du kannst mit ein paar kleinen Sachen, die dich weniger tangieren, anfangen. Wie neulich eine Followerin geschrieben hat, nein ist ein ganzer Satz. Ja,
staunzen sind ganz schön ekelhaft heute. Einfach mal in die Nase. Ich glaube, wenn du dich hinsetzt und einmal mit dieser Inventur deines Lebens, am besten schriftlich, angefangen hast, dann kommst du auf Dinge, die unnötig sind, die du einsparen kannst, sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern auch Energieressourcen, die du einfach gar nicht mehr brauchst. Die Basis für alles, glaube ich, ist die Ehrlichkeit zu sich selber. Also, dass du halt schaust, was möchte ich? Also, dass du nicht den Traum deines Partners, deiner Kinder, von wem auch immer oder letztlich deiner Eltern immer nur verfolgst, sondern schaust, was hab ich eigentlich so in meinem Bauch? Wo es lang geht so? Auch hier wieder, das Leben ist ganz früh wie ein Wandern. Manchmal hast du verschiedene Wege, du weißt jetzt nicht, soll ich den gehen oder den anderen, aber manchmal sagt dein Gefühl, einfach geh den. Du kannst gar nicht beschreiben, warum, aber das ist ja dann oft einmal auch richtig. Und wenn es ein Fehler war, dann hast du halt einen Umweg gemacht. Das ist das andere, glaube ich, das sich selber einmal verzeihen können oder ganz oft verzeihen können, dass man Fehler macht. Das heißt immer, wer nichts macht, macht keine Fehler. Ja, und es ist so. Klar, wenn du irgendeine Veränderung anstoßt, dann kann es auch sein, dass es nach außen geht, aber so schlimm wird es schon nicht werden, oder? Manchmal finde ich so schlaue Sprüche echt nervig. Manchmal sind sie aber auch sehr zutreffend. Zum Beispiel, viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt im Endeffekt nur deinen eigenen Weg. In deinem Tempo, mit dem, was dir gerade zur Verfügung steht, wenn du anfängst zum Gehen. Ich bin die Brigitte. Ich habe keine Lösungen für deine Probleme. Aber ich kann vielleicht, wenn alles gut geht, ein paar Denkanstöße geben, indem ich einfach erzähle, was bei mir war. Ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt und ein Abo für meinen Kanal. Und ganz zum Schluss noch ein paar Sachen zum Schmunzeln. Das, was du normalerweise nicht siehst, weil es rausschneit. So, jetzt sind sie vorbei. Ja, ich fühle mich selber. Ach so, sie gerne. Ich meine, ich sehe gerne die Rennfahrer, weil sie so oben sind, gell? Danke.